Das hier ist ein Chicken Shawarma Sandwich. Ich habe versucht, es wie in einem Restaurant zu machen. Versucht. Ich habe morgens angefangen zu versuchen, dieses klassische arabische Brot zu backen. Dafür habe ich Mehl, Wasser, Olivenöl und Joghurt vermischt, zu einem Teig geknetet und es für eine Stunde ruhen gelassen. In der Zeit habe ich angefangen, mein Hähnchen in Streifen zu schneiden. Und eine Marinade aus Joghurt, Tomatenmark, Olivenöl, eine Gewürzmischung namens Ras El Hanout, Salz und Gurkenwasser zu machen. Das Ganze habe ich gut vermischt, mein Hähnchen dazugegeben, es nochmal vermischt und das Ganze für ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Aus dem Teig, der sich verdoppelt hat, aber nicht kleben sollte, habe ich Kugeln geformt. Diese habe ich auf einer bemehlten Fläche ausgerollt und in einer heißen Pfanne von beiden Seiten gebacken. Das Fleisch aus dem Kühlschrank habe ich in einer Pfanne, in der ich Öl erhitzt habe, angebraten. Am Anfang ist in der Pfanne viel Flüssigkeit, die aber mit der Zeit verdampft. Übrig bleibt angebratenes Hähnchen. Es gibt eine Sache, die ich an Shawarma liebe, und zwar saure Gurken, so viel es geht. Außerdem ist meistens auch Pommes mit drin. Der erste Bissen hat gezeigt, dass ich jede Sekunde